So, geschafft. Ab jetzt kann ich ein... Wo ist es? Da. Ein Moonlight Greatsword führen. Ha. Sehr cool. Aber wir haben ja erstmal eine andere Aufgabe. Wie viel Schaden macht das im Vergleich zu Dings? 1, 8, 4 plus 2, 4, 8, das ist gut zu merken. Mhm. Mhm. Ja, ist doch schon etwas stärker als Velkas Rapier. Gut, klar, ist ein Zweihandschwert eigentlich. Was schön. Brauche ich ja erstmal nicht. Die Drachen hole ich mir dann später. Oder das mache ich vielleicht irgendwann mal. Wenn ich es nicht unbedingt aufzeichne, weil das will ja keiner sehen, wie ich da ein paar Mal Drachen töte, bis so ein. Bis so eine scheiß Schuppe rausfällt. Oh, also. Hm. Ja. Geht doch eigentlich, ne? Kann man sich angucken. Letzten Curse hoffentlich, den ich benutzen muss. Muss ich gleich mal gucken, wie man da hinkommt. Da. Ach, Depp. Da kann man auch schon vorher durch eigentlich. Ich hab's nur ja, verpeilt. Ach, Geister mit einem Schlag töten, wie schön. Hier ein bisschen rumlaufen und hier ist ja alles voller Wasser eigentlich noch, das heißt, man sieht den. Weg nicht so richtig und kann hier ganz einfach umfallen, runterfallen, wie auch immer. Ja, alles ganz fürchterlich, aber. Das war knapp. So, jetzt aber zu den Four Kings. Nicht so berühmt. Aber gut, was man hat man. Oh, zwei auf einmal. Nein! Ach Mann! Wie dumm, wie dumm! Wie dumm, wie dumm! Na, jetzt kann ich wenigstens meinen Estus-Flask nochmal stärken. Gut. 5 ist auch schon mal nicht schlecht.
So, und jetzt mache ich aber mal die Four Kings. Mal so langsam, könnte man ja mal dran denken. Ich muss es jetzt eh schaffen, weil sonst ist mein, sind meine Curses alle. wo habe ich eigentlich diesen Dings her? Das zweite Statussymbol. Also das eine ist klar, das eine ist der Dragon Ring, das andere. Ohne den Curse zu benutzen, durchkomme, indem ich die Geister einfach ignoriere. Das geht garantiert schief, aber probieren wir es mal. Der hat doch bestimmt was. Jawohl. So, vielleicht verfolgen mich die Geister ja nicht. Halte ich für... Es war sehr unwahrscheinlich, aber man wird ja wohl mal hoffen dürfen. Bis jetzt verfolgen sie mich tatsächlich nicht. Vielleicht habe ich ja mal Glück. Headbangt der gerade? Einzeln kommen könntet, wäre das voll cool. Mann, ey, diese Geister gehen mir auf den Sack, ey. Weg. Witzig. Witzig, witzig. So. Nochmal heilen. Und Spaß, Spaß, Spaß. Okay, also. Für die welchen Zauber würde ich verlieren? Wahrscheinlich einen wichtigen, hä? Ja, ist klar. Ist nicht drin, also naja gut, muss der Ring weg. Da. Ich hoffe, es tut einfach nicht Not, dass ich eine schwere Rüstung anziehe, aber eigentlich müsste es machbar sein mit den Crystal Soul Spears dann. Steht zwar immer in jedem Guide irgendwie, zieht möglichst feste Rüstung an, am besten Havels, aber irgendwie fühle ich mich da so dick drin. Needring, ja, habe ich, okay. Dann geht's mal los. I did it. Ja, schön. So, wo seid ihr? Da.
ist ja nix. Allerdings habe ich jetzt meine Source Bears alle rausgehauen, das ist natürlich schlecht. So, wo ist der nächste? Ah, hier. Oh, ist das schon der zweite? Nee. So. Nummer 4 oder 3. Oh Gott. Irgendwie funktioniert das Moonlight Greatsword gar nicht mal so schlecht gegen die. Ich bin relativ begeistert. Okay, jetzt kommen die letzten. Na gut, jetzt kann ich aber auch endlich mal diesen blöden Ring weglassen. Dann muss ich gar nicht so. So. Kommt so ein Great Heavy weg. Und der Crystal Salisbury kommt wieder ran. Gut. Ach, das war ärgerlich. Fast hätte ich es geschafft und dann scheitert man an so Kleinigkeiten. Ist das eigentlich der Schild mit der Magieresistenz? Ne, natürlich nicht. Ich meine, das ist, glaube ich, Dark Magic, das ist noch was ganz anderes mit der Resistenz, aber. Naja. Wo war eigentlich? Oh je. Kurz vor 12. Also, einen Versuch mache ich noch. Wenn ich das schaffe, gut. Wenn nicht, dann halt leider nicht. Rausgefunden, verfolgen sie einen ja wirklich nicht, was sehr schön ist. Ich sehe nichts.
So wollte ich das eigentlich nicht. Aber gut. Idiot, Idiot. Jetzt sind sie alle am Sack. Ja, das ist auch nur fair und Dings. Nee, dann, das ist jetzt zu blöd. Da war ich einfach schlecht. Deswegen lassen wir den Quatsch und ich mach das wirklich, den ganzen Kram doch beim nächsten Mal.